dass wir Gelegenheit haben, heute Morgen hier mal in Neuöttingen mit Herrn Landrat Schneider zusammen das Impfzentrum anzuschauen, das hier eingerichtet worden ist. Ich habe dabei stellvertretende Landrätin aus dem Hochsauerlandkreis, Hiltrud Schmidt, und Martin Bracht, der den Gesundheitsausschuss des Kreistages bei uns leitet, und zwei Mitarbeiter noch. Wir sind auf diesen Gedanken gekommen, Herrn Schneider und seinen Landkreis einmal zu besuchen, als es eine Fernsehberichterstattung gab, die ich zufällig gesehen habe, über die Einrichtung dieses Impfzentrums und vor allem die Ausgabe dieses Impfpasses. Und dann haben Stefan Meyer und ich auch mal Kontakt miteinander aufgenommen. Wir kennen uns ja auch noch aus gemeinsamer Zeit im Deutschen Bundestag. Und so sind wir heute hier, um uns das anzuschauen. Warum schauen wir uns das auch aus unserer Interessenlage heraus an? Wir haben im Hochsauerlandkreis, einem großen Landkreis in Westfalen, ein großes Impfzentrum, wie ja alle Kreise. Aber wir haben dieses System noch nicht etabliert. Und ich fand es eigentlich sehr faszinierend zu sehen, wie Sie hier in der Lage waren, mit der Initiative, die Herr Schneider ja nun ganz alleine ergriffen hat, zu sagen, wir machen das mal und geben den Leuten einen Impfausweis. Auf der Vorderseite noch analog mit allen Daten bis hin zum Foto, was man dort einbringen kann. Und auf der Rückseite ein QR-Code, der eben den Impfstatus abbildet. Die Firma, die das hier für den Landkreis eingerichtet hat, U-Birch, sitzt in Nordrhein-Westfalen, in Köln. Ich habe die Woche mit dem Geschäftsführer dieser Firma gesprochen und er hat mir gesagt, also wenn ihr das haben wollt, eine Woche, dann ist das System etabliert. Und ich habe von ihm gehört, dass er gerade auch in Köln, mit der großen Stadt Köln, das Impfzentrum so ausrüsten will. Und wir werden jetzt mal bei uns zu Hause die Frage prüfen, ob wir nicht in einem großen Landkreis am östlichen Ende des Landes Nordrhein-Westfalen dieses System auch etablieren. Es hat aus meiner Sicht viele Vorteile. Es hat zunächst einmal einen ganz vordergründigen Vorteil. Die Leute haben etwas in der Hand, wenn sie aus diesem Impfzentrum kommen. Haben diesen kleinen Ausweis. Das scheint eine große Attraktion zu sein, einfach diesen kleinen Impfausweis zu haben. Aber was wichtiger ist als dieser Gimmick, ist im Grunde genommen die Frage, kann man das digitalisieren? Ja, das kann man. Auf der Rückseite ist bereits der QR-Code. Was mindestens genauso wichtig ist wie die digitale Frage, kann man es integrieren in ein späteres nationales System? Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Stefan Meyer auch mit hier ist. Wir haben über dieses Thema hier auch gerade noch mal ausführlich gesprochen. Ja, das kann man. Also wir könnten hier sozusagen Altötting, Hochsauerlandkreis, Stadt Köln, diejenigen sein, die eine Initiative ergreifen für das spätere nationale System eines Impfausweises. Muss der noch in dieser Karte sein? Nein, muss er natürlich nicht. Der kann vollkommen digital sein. Den kann man dann auf seinem Handy haben als QR-Code. Und man könnte das Ganze dann, und damit würde es rund, zum Teil einer europäischen Lösung machen. Denn das, was wir hier in Altötting sehen, möglicherweise im Hochsauerlandkreis machen, in der Stadt Köln ebenfalls, muss ja nicht nur in Deutschland anerkannt werden, sondern es muss international anerkannt werden. Und international heißt, es muss dem europäischen Standard entsprechen. Also wir müssen im Grunde genommen von Altötting aus bis nach Europa eine durchgehende Linie haben, wo wir sagen können, das System funktioniert. Und zwar in dem Sinne, dass diejenigen, die geimpft sind, eine Dokumentation bei sich haben, möglichst digital, aus der heraus sie jederzeit nachweisen können, ich bin geimpft. Mit allen Folgen, die sich das dann daraus ergeben, also Zugang etwa zu Restaurants, zu Konzerten, zu Fußballspielen und, und. Wir werden ja uns jetzt relativ schnell diesem Zeitpunkt nähern, wo wir sagen können, diejenigen, die geimpft sind, bekommen weitestgehend ihre Grundrechte, ihre Freiheitsrechte zurück. Restaurants können wieder offen machen und werden am Eingang sagen, wo ist dein Impfausweis? Altötting hat die Idee gehabt. Herr Schneider, deswegen hat das große Freude gemacht und die haben an meinen Augen richtig gelesen. Es war eine Freude, hier zu sein.